Willst du jetzt vorbeikommen, ein bisschen chillen und so weiter? Ich sowieso chillen, ich bin mehr so der Ficker, wieso mach ich doch? Laber doch, Kai! Oh, was geht, Freunde? Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ein Video hochgeladen, wo ich mir im Lamborghini bzw. als Lamborghini-Fahrer über Tinder Girls claimen wollte. Und ich muss ehrlich sagen, es hat echt verdammt gut geklappt. Ich war da in Berlin und da waren so viele Golddigger-Bitches. Ey, du glaubst es nicht, Leon. Das war einfach mal abnormal. Jetzt sind wir wieder in meiner Heimatstadt, Freunde, und wir probieren es heute mal richtig. Denn heute machen wir es einfach mal komplett anders, Freunde. Ich habe heute einfach mal hier einen Ferrari am Start. Ja, Leon, wie ist dein Auto? So, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Auto. Was soll ich dazu sagen? Nein, Spaß, aber das ist nicht dein Wagen. Nee, Leute, ihr seht, den Wagen hatte ich schon mal bei einem McDonalds-Prank. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt, aber auf jeden Fall ist das ein heftiges Auto. Ist gerade nur ein bisschen hoch jetzt hier. Keine Ahnung, hätten wir mal ein bisschen runterfahren sollen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das ist jetzt hier das Auto, Freundin. 458 ist das. 88. Oh. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Leon, wie mach ich es am besten? Ich habe gar keine Erfahrung mit so Pusher-Fotos jetzt. Ja. Den Schlüssel noch irgendwie so? Ich als selbsternannter Highlifer muss dir natürlich sagen, ja, da ist aber das Rolex-Logo nicht mit auf dem Bild. Das ist nicht arrogant genug. Ja, wie nicht arrogant genug? So passt jetzt, ich hau das jetzt so raus. Ja, genau, Ferrari-Zeichen ruhig zudecken, ist kein Ding. Ja, das war's komplett, ne? boah, Digga, das ist voll schwer, Mann. Mach sowas sonst nicht. Vielleicht bist du auch einfach nicht fähig. Ach, nein. So ist gut. So ist gut. Quatsch. Ein normales mache ich einfach noch rein, dann müsste das passen. Brauchst du noch eins? Ja, ja, sicher. Hier ist der Ferrari-Schlüssel. Da, Ferrari. Viel Spaß mit meinem Auto, Leon. So, jetzt machen wir ein richtig fettes Pusher-Foto hier bitte einmal. Noch mit dem Auto, irgendwie, weiß ich nicht, mit der Uhr noch irgendwie rein, keine Ahnung was. Lass dir irgendwas einfallen. So ein 488 Spider, das Logo immer. Ja, perfekt. So, oh Leute, es gibt, das Problem ist halt, es gibt halt echt Leute, die solche Fotos machen und dann im Internet posten, ne? Ich bin so gespannt, ob da gleich Mädchen drauf reinfallen und uns antworten werden oder keine Ahnung, das gut finden, ne? Da raste ich komplett aus, Leon. Da ist gleich komplett vorbei, ne? In der Tat. So, Freunde, eigentlich wollten wir im Ferrari sitzen und wollten eigentlich im Ferrari jetzt ein bisschen tindern. Ist leider schief gegangen. Leon, willst du mal erzählen, was passiert ist, oder? Ja, kritische Geschichte. Wir sind so doof, ey. Wir haben es leider tatsächlich geschafft, dass wir den Wagen so oft an- und ausgemacht haben und durch die Gegend gefahren haben und rumrangiert haben, damit das cool aussieht, dass wir im Endeffekt die Batterie damit ein bisschen haben. Ja. Ja, wir haben es komplett gekickt. Am Ende stand der Ferrari einfach mitten in der Tiefgarage drin. Es ist keiner mehr raus, es ist keiner mehr reingekommen. Wir haben eigentlich alles blockiert. 3 Stunden oder 2,5 Stunden mussten wir, glaube ich, irgendwie auf den ARC warten, bis die da mit so einem Klick, ne, irgendwie die Batterie wieder überbrückt haben. Und ja, dann ging das Auto wieder und dann konnten wir den wieder wegparken. Das war einfach so nervig. Aber ist auch egal. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen mehr Autocontent, könnt ihr jetzt ganz gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Genau. Wir zeigen jetzt einfach mal lieber das Tinder-Profil, was wir uns jetzt beide erstellt haben. Und ich würde sagen, du fängst mal an, ich finde dich als erstes mal. Zeig mal jetzt hier dein Tinder-Profil. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Pusher-Profil. Ja, genau. Ich sehe so absolut gar nichts. Du könntest eventuell mal ein bisschen. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Ich habe natürlich nicht meinen echten Namen genommen. Ich habe es einfach mit meinem zweiten Namen gemacht. Okay, du heißt Leon Alexander. Juckt zwar keiner, aber ist egal. Alex22, wo hast du studiert? An der International School of Management. Okay, das ist so eine Privatuni hier bei uns in unserer Nähe aus Dortmund. Kostet euch 800 Euro im Monat oder so, ne? Ja, okay. 4,7 pro Semester, okay. Kommt drauf an. Dann gehen wir weiter, so zeigen wir deine Fotos. Also, ne, warte mal, lass mal das Foto hier mal eingehen. Das ist auf jeden Fall ein Barry-Rucksack, ein Remover-Koffer, eine Rolli hast du oben. Ja, läuft auf jeden Fall bei dir. Dann machen wir weiter. Das zweite Foto ist dann das, was wir im Ferrari gemacht haben. Das sieht auf jeden Fall heftig aus, besser als meins, ey. Form Ferrari ist auch ganz wichtig, ne? Ja, das ist essentiell. Und was hast du noch sagen, so? Bargeld, ne? Ja, muss sein. Muss man dazu sagen. Ohne Bargeld kein Pusher. Wo hast du das Geld her? Ohne Bargeld kein Pusher. Das ist hier einmal der Felix, 22, hat auch auf der ISM, beziehungsweise studiert bei ISM. Ich weiß nicht, was ich da für einen Halter mache mit meinen Händen, aber ist auch egal. Da machen wir mal weiter. Dann habe ich hier nochmal ein schönes oberkörperfreies Foto, Freunde. Kann man wohl auch mal machen. Auch ohne Gesicht ist auch wichtig, ist wichtig bei dir, weil sonst kriegst du meine Welt. Danke dafür, Leon. Und dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich ein Foto im Rolls-Royce. Da vorne seht ihr auch den Ferrari. Also ich glaube, mehr kann man echt nicht machen, Freunde. Wenn ihr wollt, dass wir im Rolls-Royce auch mal ein Video machen, wo wir tindern, könnt ihr es mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann hier nochmal mein Ferrari-Foto. Ich muss wirklich sagen, deins ist deutlich besser. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen Sharpening-Filter drüber hauen können. Vor allem die Rolli. Hä? Ich habe ein Match. Ja gut, dass ich Leon, jetzt gerade erst angefangen habe. Ich habe 2 Matches. Leon, woran liegt das hier gerade bei dir? Das liegt, dass ich mir vor einer Sekunde... Ich hab schon drei Matches. Ruhiger werden. Du hast dein Instagram, dein scheiß Dingens-Account aber schon seit Berlin. Nein, ich hab neu gemacht. Ich hab den neu gemacht. Wahrscheinlich, oder? Leon, ich hab den neu gemacht. Warum, Leute? Real Talk, Leon. Warte mal. Wann hast du den erstellt? Warte mal, das kann nicht wahr sein, Freunde.
Ich kriege hier schon wieder. Leon, ja, ich, alles Matches. Alles Matches. Super, du, wie viele, was verteilst du? Warte mal, Super viele, Likes oder was? Nein, oh, guck das mal an. Leon, guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4. Ja, siehst du, die hast du doch nicht gerade gesammelt, wie denn der Bastard. 9. Das sind ja, klar, hab ich die gerade. Ich hab die gerade gesammelt, Alter. Was? Ja, genau. Leon, guck mich an. Er kommt nicht darauf klar, dass ich seine Mutter gematcht habe. Was ist das? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich verspreche, auf alles, was ich hier habe, ich habe vorher nicht getindert. Wir haben also, soweit ich weiß, bist du offiziell mittellos. Hä? Das gehört alles deinem Vater, was erzählst du denn hier? Leon, das macht dann alles überhaupt keinen Sinn. Also jetzt hier, ja. Ich habe jetzt nicht angefangen. Deswegen hast du die Sachen auch schon alle fertig gehabt und ich musste das hier gerade alles noch erstellen. Ja. Ja, klar. Ich kann mir das jetzt nicht so geben. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich habe das jetzt wirklich gerade erst das erste Mal gemacht jetzt. Das kann aber wirklich nicht sein, Freunde. Ich komme das wirklich nicht drauf. Hast du das erste Mal gemacht? Mhm. Tinder ist bei dir komplett neues Terrain. Ganz sicher. Das ist, ja. Leon, jetzt mach einfach weiter. Wir können mal gucken, ob du noch überhaupt ein Match dazu bekommst, ja, jetzt hier. Schon. Das kann wirklich... Ey, Leute, die prallen hier alle rein. Aber ja, hier, ich muss auch wirklich sagen, was ich bis jetzt hier sehe, ich weiß noch nicht, ob ich euch zeigen kann oder verpixeln kann oder keine Ahnung was. Hier sind gute Mädchen bei. Ich weiß nicht, ob es am Frühling liegt jetzt hier wegen neuem Jahr und so, Leon. Meinst du, die haben alle irgendwie... Frühling, oder? Tiefster Winter, Kollegen. Wir haben draußen minus 3 Grad. Ja, aber der Frühling kommt ja bald so. Bald? Aber auf jeden Fall, damit ich hier weiter matches. Leon, okay, ich bin glaube ich schon... Ich habe keine Likes mehr. Ich bin schon durch. Ich habe... Ja, siehst du, ich habe keine, noch ewig weitermachen. Ich habe keine Likes mehr. Du kannst gar nichts mehr. Du hast hier gerade im Vorfeld schon 30. Ich habe nichts gemacht. Ach, Leon, aber das Lustige ist, wir kriegen jetzt vorhin die gleichen angezeigt. Die habe ich auch gerade schon alle bekommen. Ich wette, du bist ja auch gesperrt. Ah, was haben wir denn da, Leon? Trauer. Ah, ja. Ah, ich habe wohl von vorher schon was gemacht. Ne, wahrscheinlich jetzt. Zeig mal, wie viele Matches hast du? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, 1. 2. 3. Stopp, wie viele Matches hast du? Aber ich irgendwie stand da gerade sowieso eins mehr, das sind ja jetzt 3. Aber du hast dir schon jemand angeschrieben, ne? Ja, was? Ja, also ich doch nicht. Du hast, warte mal, du hast 2 Matches, Leon. Warte mal, stopp mal ganz kurz. Ich habe meine Konto auch gerade erst erstellt. Du hast einen schon vor einem Jahr erstellt. Nein, Leon! Wenn du jetzt gezeigt hättest, dass du es gelöscht hättest, wetten wir, wir können hier nachgucken, seit wann dein scheiß Tinder-Account besteht. Ich schwöre es euch, Freunde, nee, ich habe es gerade erst gemacht. Genau, er hat es gerade erst gemacht, deswegen auch 22 Matches in 20 Sekunden. Krass, das kann doch nicht. Das ist gut. Das schreibt bei dir stand auch gerade nur ein Match. 22 Matches, du bist erstaunlich. Ich schwöre, Leon, ich will dir die Hand, Leon, guck mal, ich will dir selber anschreiben, Leon. Ja, guck mal nach, Einstellungen. Ich lasse mir das jetzt bieten, Leon, das liegt am oberkörperfreien Foto, glaube ich dann. Ja, ich glaube auch. Jetzt komm, scheiß drauf dein Ego. Was für Ego, was hat das mit Ego zu tun? Wer hat sich in Berlin diese Videos schon gedreht? Da hast du die Kamera. Ich hab's gelöscht. Ja. Das wäre doch der Chatverlauf da. Oh yes. Wahrscheinlich, oder? Das ist mein erstes Foto, Freunde. Ja gut, vielleicht liegt's auch daran, weil mein erstes Foto vielleicht nicht das mit dem Ferrari ist. Wichser. Sondern normales. Ja, das ist ja halt der Sinn, dass wir diese Videos machen. Den Goldplan. Ja, dann muss ich das auch nochmal machen. Dann muss das nochmal wechseln, ändern. Leon, bist du gerade evident? Leute, schaut euch das mal an, wie er jetzt hier sitzt. Er hat gar keinen. Oh, bleib doch ruhig, dass er sitzt. Ja, Leon, bleib doch ruhig. Aber einmal kannst du auch kurz den Bizeps zeigen. Wieso? Mach jetzt einmal. Das ist nicht selber. Hier. Da ist nichts vorhanden, siehst du? Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. So, ich glaube, du hast dich gerade verzählt, Leon. Meinst du mal nicht irgendwas mit 5 Matches? Als ich hier draufgegangen bin, stand das da, aber ich weiß auch nicht. Ruhiger. Egal. Leon, dann schreib mal deine 2 Mädels da einfach mal an und guck mal, was die so sagen jetzt. Oh, Untermann! So, Freunde, ich habe mir mein erstes Match jetzt hier rausgesucht. Gute Zensur. Das ist die, fängt mit M an, ich sage jetzt nicht ihren Namen, aber der Körper, Leon, der geht auf jeden Fall schon mal klar. Ja. Und die schreibe ich jetzt erstmal schön arrogant an. So, dann gehen wir jetzt mal hier in den Chat rein. Hey, was geht? Hast du Lust auf eine Runde Ferrari fahren? Hey, was geht, Süße? Leon, ich sage es einfach, ich habe halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten bei meinen 22 Matches jetzt. Du kannst halt nur 2 anschreiben, das dauert halt ein bisschen, bis die antworten, ne? Müssen wir eventuell bei dir nochmal den nächsten Teil machen. Yeah. Vielleicht nächstes Jahr 2020. Ja, ist klar, melden wir 2030, vielleicht habe ich dann ja auch eine Handvoll. So, die nächste habe ich geschrieben, hey, was geht, Süße? Meine Rolex ist kaputt gegangen. Komm mal, kannst du sie reparieren? Nein. Ich weiß nicht, ob ich auf solche Sachen komme, aber wie gesagt, ich habe das letzte Mal im Video auch gemacht und die haben halt wirklich alle geantwortet. Und voll viele sind einfach auf das Gespräch drauf eingegangen und wollten mich einfach so ein bisschen runterbringen, wieder, dass ich so arrogant bin. Aber am Ende wollten sie sich dann trotzdem nicht mehr treffen. Also fand ich schon ein bisschen krass, aber egal. Dann nehmen wir jetzt die nächste, die Florentine, studiert an der Ruhr-Universität in Bochum. Warte mal, ist sie schwarz? Ja. Oh, fuck. Nein, ist sie schwarz.
Kannst du dir was? Ja, keine Ahnung, wenn sie es ist. Okay, hey, was geht? Ferrari oder Lambo? Nice. Hallo Jungs, Kuss-Smiley. Wir sind ein Paar, was in regelmäßigen Abständen Spaß mit weiteren Männern Frauen sucht. Bei Männern wärst du doch gleich dabei. Lass mich das mal lesen. Danach kann ich was dazu sagen. Sind da für neue wilde Erfahrungen offen. Also schon mal das Deutsch absolut lost. Aber es gibt wichtige Regeln. Und es gibt's nur im Doppelpack. Zeig einmal ganz kurz. Da muss ich doch mal absolut los, oder? Also wenn ich meine Freundin jetzt hier auf Tinder packen würde und mich auch und dann nach anderen Pärchen suchen. Nee, Leute, da. Da fehlen mir nicht die Worte, aber egal. Jeder hat seine Fetische, die schreibe ich nicht an, weil das ist mir zu heiß. Wir gucken jetzt hier mal die Angelina an. Die hat mir geschrieben hier. Digga. Ich schreibe jetzt hier, Leon, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Zeig's mir. Ich schreibe hier, Rolex oder Breitling? Kann mich gerade nicht entscheiden. Sie schreibt Rolex. Dann schreibst du, da sind wir froh, dass ich keine Breitling besitze, aber das gesamte Rolex-Repertoire bei mir im Schrank ist. Der Scheiße. Dann schreibe ich einfach, gut, hab mir willst du auch eine haben? Jetzt eine vierte Rolex gekauft. Ich verstehe das nicht, mal ganz im Ernst. Ne? Wäre ich ein Mädchen, würde ich einen Typ so anschreiben. Ja, der schaut bei diesen Profilfotos, ne? Es gibt ja wirklich Jungs, die machen das wirklich, ne? In der Freizeit solche Fotos so. Und damit Sachen, denen die gar nicht gehören, ne? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Auf jeden Fall tut es mir auch leid, Freunde, dass ich die ganzen Chatverläufe von letztem Mal nicht habe, also wo ich noch in Berlin war, liegt einfach daran, dass ich den Account gelöscht habe, weil mir das dann irgendwie zu bunt war. Weil jetzt alle aus Dortmund jetzt hier aus meiner Nähe, die sehen mich jetzt wahrscheinlich und ich weiß nicht, ich muss irgendwie auf Instagram nochmal so einen Aufruf machen, dass ich jetzt so einen Fake-Tinder-Account habe und das jetzt alle nicht ernst nehmen wollen, weil nachher sehen das echt irgendwelche Freundinnen von mir und denken so, ja, der Felix, der drückt jetzt völlig durch und das wäre mir auch unangenehm. Aber sie schreibt jetzt schon wieder jetzt hier. Ich stehe lieber auf Gucci, Lacoste ist für Anfänger. Willst du jetzt ein Pferd haben? Ich kauf es dir. Geld, Rolex, Ferrari, was will man mehr, oder? Ist mir jetzt nicht so das Wichtigste, ehrlich gesagt, schreibt sie. Die verarscht uns doch nur, das ist das Allerwichtigste hier. Nein, Spaß beiseite, Freunde, ihr wisst ja, dass wir jetzt ein bisschen übertrieben jetzt hier alles machen. Leon, was soll ich schreiben? Ich weiß es gerade gar nicht, ich bin am Überlegen. Okay. Bei Leon hat sich die erste gemeldet. Leon, wie machst du das denn bloß? Das ist traurig. Zeig mal, was hat sie geschrieben denn? Was hast du überhaupt geschrieben? Ferrari gefahren, nein, noch nie. Ich so, echt noch nie? Sie so, nein, noch nie. Ich so, soll ich dich mal mitnehmen? Ja, ist eine gute Sache. Was schreibt sie jetzt? Ja, ich habe hab geschrieben, soll ich dich mal mitnehmen? Und jetzt müssen wir warten. Ja, schreibt noch irgendwie sowas wie Geld spielt keine Rolex. Mach mal. Ja, das ist ja, dass du richtig behindert bist. Mach einfach. Dann musst du halt noch behinderter sein, als du jetzt schon bist. Also sie so, ja, okay. Echt? Nice, was schreiben wir denn jetzt? Ja. Die City, zeig mal. Weiß ob. Ja, sehr. Was denn, Alter? Leon, das kann doch nicht sein, Digga. Sie so, willst du jetzt vorbei? Warte, tippt. Hä? Ist typen. Bisschen chillen und so weiter. Ja, chillen. Was, Leon? Was? Junge, halt die Fresse. Was? Nein, Bauer jetzt. Leon, Alter, scheiß mal auf Leon. Ich wünsche dir heute einen schönen Abend, Digga. Mach's gut. Danke, Bro, danke. Das kann nicht doch nicht ernst sein, dass das so einfach funktioniert. Hat sie noch was geschrieben? Ja, ein bisschen chillen und so weiter. Ja, was antwortest du denn jetzt drauf? So? Schreib. Nee, ich bin nicht so der Chiller-Typ. Ich führe nur. Ich bin mehr so der Ficker. mach einfach. Komm, wir machen jetzt. Wir sind ein bisschen richtig asozial. Wir sind ein bisschen asozial jetzt gerade, aber egal. Dass man das echt einblenden kann? Ja, mach einfach, komm. Nehmt bitte alles mit Humor. Was der Leon jetzt schreibt, will er sonst nie schreiben. Oder hast du dem Mädchen schon mal sowas geschrieben? Nein. Aber nachher zieht das so komplett und du hast heute ein heftiges Date. Welcher Mutter? Deiner. Sie schreibt, meine ich doch. Leon, das ist doch, das war die eine mit den Chillen, ne? Ja, genau. Die hat jetzt geschrieben, so, die will... Ja, willst du jetzt vorbeikommen, ein bisschen chillen und so weiter? Ich sowieso chillen, ich bin mehr so der Ficker. Wieso, meine ich doch. Laber doch, Kai. Ja, Freunde, der Leon ist jetzt gerade richtig im Modus. Der schreibt jetzt mit der einen, die hieß jetzt Mia oder so, ne? Die angeblich nur chillen wollte. Leute, ihr habt es gerade mal mitbekommen. Bei Leon läuft, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen zweiten Teil und dann gucken wir einfach mal, ob du dich dann schon mit der Mia getroffen hast. Aber vorbei, wir müssen es dann echt mal mit denen mal treffen, also in den nächsten Folgen irgendwie echt mal mit einem dicken Auto hinfahren und dann irgendwie aus dem anderen Auto irgendwie aussteigen. Wir müssen echt mal was Lustiges einfallen. Wir müssen jetzt so ein richtiges Format ausmachen. Was wolltest du sagen? Wir machen es einfach folgendermaßen. Wir setzen uns hinten in den Rolls-Royce rein, machen Vorfeldfotos. Was haltet ihr davon? Und fahren mit dem auch hin. Lassen uns dann rumfahren, das ist noch viel besser, weil wir fahren ja nicht selber. Das wäre jetzt anstrengend. Also wir lassen uns rumfahren und tindern währenddessen und fahren dann halt immer bei den jeweiligen Personen vorbei. Und versuchen uns dann echt mal mit einer zu treffen, am besten mit der einen, mit der du schon geschrieben hast. Schreib einfach mal weiter und wir gucken einfach dann mal in der nächsten Folge hier bei den Tinder-Videos wieder, ob du eventuell schon was mit der gemacht hast oder ob die noch irgendwas geschrieben hat. Bleibt auf jeden Fall am Ball, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob euch das gefällt. Der erste Teil ist ja relativ gut bei euch ankommen. Würde mich freuen, wenn das Video auch wieder gut bei euch ankommt. Ich gehe jetzt nicht mal in meine Nachricht rein, weil ich glaube, da hat die eine oder andere schon wieder geantwortet, aber manchmal
muss man die auch ein bisschen zappeln lassen, oder Leon? Da kann man nicht direkt antworten. Ne? Aber du machst jetzt weiter, Leute, ich weiß sowas von Leon. Muss eigentlich eine, wann hast du eine Klausur? Morgen? Also, wann schreibst du? Freitag. Freitag schreibt er eine Klausur, Leute, ich sag euch 1000%, der Leon, der wird heute nicht mehr lernen. Der wird heute nur auf Tinder unterwegs. Aber komm, ja, sei es dir gegönnt. Erste Mal Tinder, dann direkt auf Sucht. Sei es dir gegönnt, du hast 3 Matches oder gefällst du jetzt Welt? Du musst mir voll, sind mittlerweile 12. Also was deine Okay, sagt derjenige, der seit Samstag hat viele. Leon, halt einfach jetzt die Klappe. Ich hoffe einfach, Freunde, das Video hat euch gefallen. Leon, willst du euch was sagen?